Jetzt geht's weiter gegen. Erstmal gegen niemanden. Aha! Transferperiode ist eröffnet. Zukunft bei Schalke, Christian Fuchs. Gut. Spieler suchen. Position: Torwart. Liga: Primera Division. Falsche Primera Division. Ich suche ja Liga BBVA. Da ist die Liga BBVA. Und dann Atletico, meine ich. Wenn ich da richtig bin. Ich hoffe es. Ja. Da ist er. Größe 1,99. Ist er größer als ich? Anfrage. Erstmal schön eine Anfrage geschickt. Und schauen wir mal im Büro nach. Wichtige Infos zum Transfermarkt. Achso, Transfermarkt ist offen. Nachricht. Trainer, wir müssen nochmal reden. Der Transfermarkt, ich gehe wirklich. Indem sie mich verkaufen, nicht verleihen, verkaufen. Also, wir wollen loswerden. Ja. Hochland brauche ich nicht mehr wirklich. Erdmann, der schon 23, ist jetzt auch nicht mehr Talent. Eihahn brauche ich noch. Klingenburg brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Obasi brauche ich nicht mehr. Und Anan brauche ich auch nicht mehr. Das sind fünf Spieler, die ich noch verkaufe. Inklusive. So. Nein, leider nicht beenden. Hofmann. Banetta brauche ich auch nicht mehr. Simulieren wir mal eine Runde weiter. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Derzeit ist dieser Spieler ausgeliehen. Daher können wir diese Angelegenheit im Moment keine Transferverhandlung mit Ihnen führen. Scheiße! Da muss ich im Sommer einen Großangriff auf Torwart machen. Aber ich könnte ja schon mal hier diesen Franzosen da, ne, aus meinem Netzwerk. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der 17-jährige Stürmer. Julian Draxler, können wir über mein Gehalt sprechen? Hey Trainer, ich finde, ich habe ziemlich. Ich würde gerne über mein Gehalt sprechen, wenn man merkt, verdienen, würde es sehr zu schätzen, wenn wir einen Vertrag schauen würden. Ja, gut. Timo Hildebrand wird den Verein verlassen? Ach du Scheiße, dann habe ich jetzt richtig die Arschkarte. Wir wollen Sie darauf aufmerksam machen, dass der Vertrag von Timo Hildebrand in weniger als 6 Monaten. Ach so. Ich dachte schon. Frankreich. Da ist er. Neal Maupau. Maupai. So, Ablöse. Sein Wert scheint um die 1,2 zu liegen. 1,25. Angebot absenden. Weil den habe ich ja schon die ganze Zeit beobachtet.
Genau wie Levin Öztunali. Aber den brauche ich noch nicht so dringend. Ich habe ja noch Goretzka fürs zentral defensive Mittelfeld. Simulieren wir erstmal weiter bis zum nächsten Spiel. Das mache ich dann noch. So, Transferangebot für Joel Matip. 8 Millionen. Nein. Gegenangebot. 30 Millionen. Wenn er mir 30 Millionen am Tisch legt, dann bin ich gesprächsbereit. Gegen wen geht's denn als nächstes? Aha, Maupay kommt. Machen wir 5.000, aber dafür 5 Jahre. Künftiger Stammspieler. Ist ja nicht gelogen, ne? Wenn er einschlägt wie eine Bombe. Aguero zu Barcelona. Ja, es ist doch klar, dass der nicht so viel wert ist. Welcher Verein bezahlt 30 Millionen für Matip? FC Bayern verpflichtet Luis Suarez für 35,5 Millionen. Die drehen mal richtig durch. Angebot annehmen. Gut, dann habe ich Maupay schon mal erledigt. Oder Maupin. Wie auch immer er gesprochen wird. Ja. Ach, dann geht's gleich direkt mit dem nächsten Spiel weiter. Bitte um Freigabe. Hallo, Simulation stoppen. Geh mal darüber jetzt. Mach mal schnell. Ach du Scheiße. Ja, Gegenangebot könnte haben für 45,5 Millionen. Moral unglücklich? Wer 10,5? Ja gut, dann muss ich was am Vertrag ändern, ne? Da dasselbe Spielchen. 45,5. Hört ihr das Lied? Pervers, sage ich euch. Ich wusste gar nicht, dass es das bei FIFA gibt. Mannschaft. Büro, nicht von Spieler. Meine Zeit bei diesem Verein ist abgelaufen. Ich muss weiterziehen und zwar in diesem Transferfenster. Bitte lassen Sie mich gehen. Willst du mich verarschen? Was ist kaputt mit dir? Nein, er wird nicht verkauft. Wenn die mir die Entscheidung überlassen, wird er nicht verkauft. Ganz einfach. Höwedes könnte haben.
Für 60 Millionen, für 50 Millionen. Dann kriegt der Höwe das. Paris hat nämlich genug Geld. Ja, und ihr könnt mich alle mal richtig am Arsch lecken. Ja, da kommt das nächste Angebot von Drax. 45,5 Millionen. Schock-Transferanfrage von Ul. Oh, vier Nachrichten! Ja gut. Alle haben 45,5 Millionen abgelehnt.